was sind denn die heutigen Porunga-Missionen? Oh? Hä? Sensei? Na, du Pappnase? Hab ich da auch so ein Porunga gehört? Hä? Na, Junge. Komm mal, Junge. Es gibt keine Porunga-Mission mehr. Sieh zu, dass du die Coins ausgibst und die Tickets. Das war's auch schon. Hast du mich verstanden? Ja, Sensei, ja. Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria? Und unser Boy Thales ist nun erhältlich. Er ist online mit seinem ganzen Banner-Dokument etc. etc. Die ganzen News haben wir uns ja bereits angesehen. Falls ihr es nicht gesehen habt zu der Sommer-Campaign, was uns demnächst erwartet, schaut euch das Video auf jeden Fall an. Denn wir haben ja momentan eine kleine Filler-Celebration. In dieser Filler-Celebration haben wir aber Thales und LR-Virus. LR-Virus wird ebenso erscheinen, nämlich am 17. August, wie bereits gesagt. Sowohl als auch, wir haben keine neuen Special Missions bekommen in dieser Celebration, aber das ist der Fall, weil das Ganze mit Broly ja wie gesagt noch online kommen wird und das kommt ebenso noch online die Tage, nämlich am 16. August ab 2 Uhr nachts sollte da die Celebration reinkommen und ab 7 Uhr oder so sein Extreme-Level, aber die Tage werden wir da Bescheid wissen und ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, aber wie gesagt, die ganzen Detailinformationen bekommt ihr aus dem News-Video. Heute für Thales zusammen, das Banner selbst hat sich nicht geändert, so wie wir es im Banner-Preview besprochen haben, heißt, ich würde euch nicht empfehlen hier zusammen, das ist, auch wenn ihr cool und Janemba dabei sind, muss nicht sein, das Banner ist wirklich nicht gut in Angesicht dessen, was noch kommen wird. Wie gesagt, wir haben noch LR-Virus und Double-Banner, aber danach sollte auch, wenn das Ganze offline geht, Ende August Super Saiyan Blue Evolution Vegeta nicht kommen. Hier habt ihr 3x30 Stones für 3 Mutis sammeln. Ist ein Katoribiner der Movie-Boss-Charaktere. Hier sind zwar auch alle LR nicht gefeatured, natürlich ohne LR Vegeta und ohne LR Gogeta, weil diese sind Dokkan-exklusiv. Alle anderen LR sind hier drinnen, aber ich würde euch auch nicht empfehlen, hier zusammen, weil in den Double-Banner, wenn da, ihr da auf LR-Jagd gehen wollt, ist es auf jeden Fall besser, wenn ihr das dort macht und vergisst auf jeden Fall nicht eure Tickets die Tage noch auszugehen, denn ansonsten könnt ihr das nicht mehr machen. Genau, zu Thales, wir haben hier 200 Ranks und 4 Mutis sammeln. Freunde, ich bin euch ehrlich, ich will einfach nur ein Thales, mehr nicht, mehr brauche ich nicht, aber ich habe Angst, mein Gefühl sagt mir, das wird genauso wie bei Angel Go und Freezer, wir werden fett geschärft, wir werden ihn nicht ziehen, aber ich werde dir an der Stelle natürlich nicht so wie bei Angel Go und Freezer ham gehen wie sonst was, ich werde keine 1000 Sonnen Stones raushauen, das kann ich nicht, will ich nicht, deswegen gucken wir, was abgeht, deswegen brauche ich aber auch eure Hilfe auf jeden Fall, drückt mir bitte die Daumen dies eine Mal, ja, normalerweise sage ich sowas nie, aber mein Gefühl sagt mir, es wird richtig eklig, aber wir versuchen es einfach, fangen mit dem ersten Mutisam an. Wie gesagt, Thales hätte ich wirklich sehr gerne. Nicht nur, dass der Movie-Boss-Kategorie ist. Die Kategorie ist wirklich nicht schlecht, wenn man die Charaktere hat. Es hat eine begrenzte Auswahl, aber man braucht halt natürlich auch einen Friend. Und deswegen wird man diese Kategorie, achso, ja, wir haben hier GSSR, Kategorie kaum benutzen, wegen dem Friend-System. Aber ja, sei es drum, ich will ihn auch auf jeden Fall so mitnehmen, um in Zukunft... Okay, wir fangen an mit Hashtag nicht gefeatured. In Zukunft auch zum Beispiel in meinem Pure Saiyan Team zu spielen, denn Thales an sich ist eine, also Solo, ist wirklich eine sehr coole Unit. Ich würde ihn gerne haben und testen, aber schauen, was hier abgeht, die, ja, in den nächsten Summon, Freunde. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst und zu den Hashtag auf Z-Fighter joint. Und ja, der Dude gehört auf jeden Fall nicht zu den OZ-Fighter, schreckt uns da sein Ass raus. Aber schauen wir, was abgeht. Ein SSL haben wir schon bereits, war natürlich mal wieder nicht gefeatured. Was wird uns hier noch erwarten an der Stelle? Haben wir noch unseren GSL auf jeden Fall in diesem Summon und dieser ist nicht der, aber kommt noch. Und zwar soll das der sein. Ey, Sinchenlong. Okay, nehmen wir an. Als nicht gefeatured Charakter, auf jeden Fall solide, keine schlechte Unit. Nehmen wir mit unser Boy Sinchenlong. Genau wie gesagt, das Banner von Thales geht bis zum... Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich will nichts falsch erzählen, lass mir ganz kurz nachschauen. Und zwar, jetzt haben wir es hier, geht bis zum 28. August, 8 Uhr morgens unserer Zeit. Danach sollte eigentlich Evolution Vegeta kommen. Und Evolution Vegeta, sein Banner ist, wie es kompakt aussieht von Charakterpool, auf jeden Fall besser. Ihr könnt auf jeden Fall sehr viel mehr mitnehmen. Und deswegen würde ich euch in Zukunft, also ich würde euch echt raten, hier nicht zusammen. Es sei denn, ihr wollt Thales, das hat eure Chance, weil in JP kam er dann auch nicht danach. Also er war bis jetzt immer noch nicht online. Wird natürlich irgendwann mal wieder kommen, so ist nicht. Aber es kann dauern, es kann dauern. Aber dennoch, ja. In Angesicht dessen, was in Zukunft kommt. Spart ihr lieber Restons, wenn ihr da ihn nicht unbedingt haben müsst, so wie ich. Ja. Schauen wir mal. Ja, Super Saiyan Chance haben wir an der Stelle noch. Und dann haben wir noch Nail. Ja, ihr merkt schon, Paragus.
an der Stelle auch am... Oh Mann. Eingefüttert haben wir, aber den braucht halt niemand mehr zur Zeit. Den braucht halt echt niemand mehr. Ich bin echt gespannt, was sie mit dem Broly machen werden, der kommen wird zu der Celebration mit einem neuen Extreme Z Battle. Ich denke und hoffe sehr stark, dass es einfach ein Hype sein wird für eine Filmankündigung. Okay, nicht gefüttert. Und wir deswegen dann quasi ein Free-to-Play bekommen, ähnlich wie der Extreme Z Battle Gohan. Das hätte ihr Thales sein können, war leider Broly. Der ist total outdated, Freunde. Den nutzt keiner mehr, bei allem Respekt. Wäre ein Kandidat für ein Extreme Battle, um ehrlich zu sein, aber bis jetzt ist halt legit. Mit dem nichts. Gut, Freunde, aber wir wollen jetzt nicht beschweren. Wir haben jetzt 4 SSR gezogen aus 2 Multisamen. Natürlich, 2 davon waren der GSSR. Außerhalb dessen haben wir noch, auf jeden Fall kann ich nicht beschweren. Wir haben einen weiteren Crack-Screen und wenn das Spiel mir mal wieder ein bisschen nahe treten will, wäre es echt nicht schlecht, wenn ich hier ein Thales ziehen würde, bitte. Da müsste ich nicht wieder hier reinkommen, weil momentan sind auch die globalen Dienste offline von den Gemshops. Deswegen, ja, damit ihr Bescheid wisst, ich weiß auch nicht, wann sie genau wieder online kommen werden. Die haben da auf jeden Fall gerade Probleme wieder mit den Diensten. Aber wenn ich alles täusche, ist es Global Doka momentan und Naruto Blazing Global. Anyway, heißt BD. Es wäre echt geil, wenn einfach Tarz einfach so kommen würde, random. So, sagt, okay, hier, ich sei dir gegönnt. Bitteschön. Aber gibt's bei mir selten sowas. Noch ein gefeaturter und der ist an der Stelle mein letzter Dupe für cooler, 100% cooler. Scheiße, geil. Also, auf jeden Fall geil. By the way, die nicht gefeaturten Charaktere sind momentan echt gut. Auf jeden Fall geil, aber das hätte jetzt auch Thales. Also, ich will mich nicht beschweren, Freunde, versteht mich falsch. Aber verdammt nochmal, ich brauche einfach nur ein Thales. Mehr nicht. Freunde, was sagt ihr? Ziehen wir hier im letzten Mund ist dann noch ein Thales. Wenn ihr mir Kraft geben wollt, Hashtag Thales bitte in die Kommentare rein. Bis jetzt lief es ganz gut. Es kann einfach nur besser laufen, wenn wir Thales ziehen. Ich will mich aber nicht beschweren. Dieser Cooler hat gut getan, auf jeden Fall. 100% cooler. Er wird, glaube ich, lange Zeit auch nicht mehr kommen in irgendeine Banner. Wir haben an der Stelle Rainbow. Bleibt der Baseform. Wir haben hier noch einen Crack-Screen. Ich hoffe, es wird nicht nur der GSSR, weil GSSR ist zu 95% nicht gefeatured. Ich glaube, wir hatten jetzt alle eine Emotion. Hatten wir Beigeist am Anfang? Ich hoffe, wir können noch ein bisschen Hype mitnehmen, Freunde. Und ja, schauen wir mal. Ich will es nicht aussprechen, Freunde. Let's go! Gucken wir, was abgeht. Wir haben Guldo an der Stelle. Dann haben wir Yakon. Hey, du gehörst doch zu Thales, deine Crew. Du warst doch auch im Thales-Film. Scheiße. Oh Mann. Shit. Scheiße, verdammt. Echt schade. Mann. Wir haben echt. Cool hat gut getan. Will ich euch nicht erzählen. Cool hat echt gut getan. So ist nicht. Aber. Boah, dieser Broly musste nicht sein, Freunde. Und ja, 4 Mutisamen sind auf jeden Fall nicht wenig. Wir haben noch aus 2 gefeatured Charaktere gezogen. Ich kann mich eigentlich beschweren, aber es waren leider die falschen. Also ja, mein Gefühl hat mich nicht getrügt. Thales nicht gezogen, dafür aber 100% cooler nehme ich mit. Und ja, den braucht legit niemand an der Stelle. Na ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir müssen es geschlagen geben, leider vorerst. Ich rap. Mann, es tut schon weh, um ehrlich zu sein. Weil es sind, wenn ich so Charaktere habe, die ich unbedingt ziehen will, die ich mag, darunter gehört Thales, ich hätte den wirklich gerne. Ich will euch nichts erzählen. Und den ich ziehe, es tut schon weh, es geht an mir nicht vorbei, um ehrlich zu sein. Aber was soll man machen, so Leute, das Ganze ist Zufallsgenerator, rein RNG. Das Banner geht noch bis zum 28. Ich glaube, wir werden uns gegen Ende eventuell noch bei einem Summon sehen. Davor muss man schauen, weil die Tage werden ja noch spezielle Missionen reinkommen. Wie gesagt, zum Broly Filmankündigung Celebration Extreme Z Battle. Weiß ich nicht, ob man da Stones bekommt, wenn es ein Free-to-Play Extreme Z Battle sein sollte, so wie das von Guan. Sollte man eigentlich keine Stones bekommen. Wie gesagt, die Tage wissen mehr. Ich werde euch auf jeden Fall dazu mehr wissen lassen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir ganz ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next.
Tell me where it won't be.